Von Brasilien nach Oberfranken, Pfarrers-Ehepaar startet Neuanfang. Die Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienste im Fernsehen und mein Lieblingsplatz, die St. Michaeliskirche in Hof. Ich begrüße Sie mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Fernsehmagazin bei TVO mit unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr. Diesmal aus dem Tropenhaus im Frankenwald in Kleintettau. Neue Pfarrerinnen und Pfarrer braucht das Land. Mittlerweile ist es eben nicht mehr selbstverständlich, dass wenn eine Pfarrstelle vakant ist, sie auch schnell wieder besetzt wird. So auch in Schwarzach im Landkreis Kulmbach. Der Wunsch war da, aber Bewerbungen auf die Pfarrstelle gab es keine. Im Internet ist dann ein engagiertes Gemeindemitglied auf die Suche gegangen. Fündig wurde es in Brasilien. Wenn sie nach Akamas im winterlichen Schwarzach bei 0 Grad sich auf dem Weg zum Gottesdienst macht, ist in ihrer Heimat Brasilien gerade Hochsommer. Seit August 2021 ist sie zusammen mit ihrem Mann Danilo und den beiden Kindern in Schwarzach. Und trotz des Klimas haben sie sich schon gut eingelebt. Und war schön, auch mit den Kindern so Schnee zu erleben. Ja. Die haben schon einen Schneemann gebaut und Schlitten gefahren. Das alles ist neu für sie und sie haben sich gefreut. Der Umweltbeauftragte der Kirchengemeinde Hans-Ulrich Gruber ist in seinem Hauptberuf Headhunter, also er sucht für Unternehmen Mitarbeiter. Warum nicht also auch für seine Kirchengemeinde? Sinara und Danilo Kammer suchten damals eine neue Herausforderung. Da kam die Anfrage von Gruber wie gerufen. Die Bewerbung ging schnell in Deutschland ein, dann begannen die bürokratischen Mühlen ihr Werk. Also es war schon ein Weg durch bürokratische Hürden mit Telefonaten direkt in Porto Alegre im Generalkonsulat und war nicht einfach. Und dann war klar, okay, 2 Wochen Quarantäne in einem leeren Pfarrhaus. Und dann haben wir alle zusammengeholfen und haben das Pfarrhaus eingeräumt. Und zwar so, dass man hier ankommen kann, die Tür zumacht und erstmal 2 Wochen in Quarantäne versorgt ist. Selbst als eigentlich schon alles geklärt schien, traten am Tag des Abflugs nochmals Probleme auf. Es kam die Stunde, dass wir einsteigen sollten und kam eine Antwort nicht aus dem Auslandbüro in São Paulo. Aber trotzdem, da hat uns jemand gekannt, also von der Flughafengesellschaft, der hat uns mitgeholfen. Und das erkennen wir auch als Segen Gottes und dass Gott echt wollte, dass wir nach Deutschland kommen sollten. Im September ging es dann endlich los mit der Arbeit und die Kammers fühlten sich gleich hervorragend aufgenommen in der Gemeinde. Von Anfang an haben wir uns schon wohl gefühlt und sehr willkommen und das hat uns geholfen einzuleben. Auch wenn man schon jahrelang als Pfarrer in Brasilien gearbeitet hat, galt es sich in Deutschland an die neuen Begebenheiten zu gewöhnen. Ein Gottesdienst, das wir in Brasilien gemacht haben, war ungefähr eine Stunde, maximal eine Stunde. Und danach die Leute sind einfach da geblieben. Sie haben einfach gesagt, ja, wir möchten gern miteinander reden. Mittlerweile sind sie zusätzlich auch als Religionslehrer tätig. Die Kirchengemeindemitglieder sind vom Engagement ihrer beiden brasilianischen Pfarrer begeistert. Die kulturelle Differenz und der kulturelle Unterschied ist absolut befruchtend für die Gemeinde. Und man spürt eigentlich schon, dass eine große Dankbarkeit und auch also eine große Erwartung in die beiden gesetzt worden ist und bisher, denke ich, auch erfüllt wurde. Ich finde es hervorragend, mit welcher Freude sie hier arbeiten in der Gemeinde, in der Mittelschule. Die sind halt jünger. Dadurch sind sie moderner, sie sind aufgeschlossener. Es haben auch die Gottesdienstbesucher wieder zugenommen. Im August geht es dann das erste Mal mit der Familie zurück nach Brasilien. Der erste Heimaturlaub ist angesagt und gerade da ist Winter in Brasilien. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor 2 Jahren hat sich die Kirche zu neuen digitalen Wegen aufgemacht. Hier in Oberfranken gibt es seitdem zum Beispiel die Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienste auf TVO. Jeden Sonntag aus einer anderen Kirchengemeinde. Noch die letzten Kabel verlegen, ein paar Details klären. Kamera läuft.
In Heinersreuth im Landkreis Bayreuth bereitet sich Pfarrer Otto Guggemus gemeinsam mit dem TVO-Team auf die Aufnahme des evangelischen Fernsehgottesdienstes vor. Für ihn inzwischen schon fast Routine. Bereits zum 5. Mal wird ein Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienst aus der Heinersreuther Versöhnungskirche gezeigt. Auch wenn es mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist, Pfarrer Guggemus sieht das als große Chance. Weil es lohnt sich ja absolut. Ja. Wir sind ja Pfarrer geworden, um Menschen zu erreichen mit Gottes Wort. Und wenn ich jetzt das so auf dem Silbertablett bekomme, dass ein Fernsehteam in meine Kirche kommt, dann wäre ich der Letzte, der die Gelegenheit vorübergehen lässt. Seit Beginn der Pandemie zeichnet das Team von TV Oberfranken jede Woche im gesamten Sendegebiet Gottesdienste auf. Über 40 Pfarrerinnen und Pfarrer machen mit und es werden mehr. Jedes Mal muss ich das Team vorher genau mit ihnen absprechen, damit dann bei der Produktion auch technisch alles klappt. Die Sendung muss generell 45 Minuten lang werden. Es darf nicht länger werden, es darf nicht kürzer werden. Wie viele Instrumente müssen spielen, das müssen wir alles vorher wissen, dass wir auch planen können, was wir an Equipment mitnehmen, welche Mikrofone wir einpacken, wo wir Licht aufbauen können, dass wir vor Ort ankommen und genau wissen, wo wir was aufbauen. Einen Fernsehgottesdienst muss Pfarrer Guggemus auch inhaltlich anders vorbereiten als einen gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst. Die Predigt muss kürzer sein, auf den Punkt. Dafür gibt es mehr Spielraum für Kreativität. Was ich sehr spannend finde, ist, dass man sich auch so ein bisschen auf modernere Lieder zubewegt. Und das ist auch ein Feedback, das ganz klar ist. Die Leute mögen gern Tradition, alte Lieder, Orgel hören, aber sie mögen eben auch eigentlich zu gleichen Teilen wirklich auch neue Ausdrucksformen. In Heinersreuth bilden heute deshalb die Kinder zusammen mit ihm ein Ensemble. Über Fernsehaufnahmen gelernt hat Pfarrer Guggemus viel bei einer Schulung mit Günther Saalfrank. Der ehemalige Journalist und Hofer Dekan versteht sich als Bindeglied zwischen Kirche und Sender. Er bereitet die Pfarrerinnen und Pfarrer auf ihren Fernseheinsatz vor. Wie ansprechend gestalte ich die Predigt? Teile ich sie auf? Unterbreche ich manchmal mit Wortbeiträgen oder mit Musik? Also es muss kurzweiliger wirken, damit die Menschen dabei bleiben und dass ein wirklicher Spannungsbogen auch da entsteht. Gottes Wort aus Heinersreuth ist dann am Sonntag im Wohnzimmer zu hören. Für jeden, der sich wegen Corona noch nicht in die Kirche traut oder einfach mal einen anderen Gottesdienst aus der Region erfrischend findet. Und so lernt man dann auch die ein oder andere neue Kirche kennen. Und nicht nur das. Es gibt ältere Leute, ich habe eine Nachbarin, die kann halt nicht mehr so, die ist krank und sie will das anschauen. Und sie freut sich jeden Sonntag drauf. Und es sind ja noch auch im Altenheim, die das noch anschauen können. Und auch andere, die mal keine Zeit haben, die vielleicht mal irgendwas haben und dann auch Mittag das dann noch mal anschauen können. Also ich finde es gut. Für Pfarrer Guggemus gab es sogar schon Fanpost von einer Zuschauerin aus Kulmbach. Ein Brief, der seine Arbeit wertschätzt und zeigt, die Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienste sind zwar aufwendig in der Produktion, aber sie kommen gut an bei den Menschen in der Region. Jeden Sonntag auf TV Oberfranken. Hier im Tropenhaus in Klein-Tettau sind mittlerweile die Regionalbischöfin Dorothea Greiner und der christliche Unternehmer und Unterstützer der Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienste Karl-August Heinz zu mir gestoßen. Frau Greiner, Sie haben ja damals zu Beginn der Pandemie 2020, was ja mittlerweile schon 2 Jahre her ist, die Grüßgott-Oberfranken-Gottesdienste mit ins Leben gerufen. Das war ja gar nicht selbstverständlich, dass die jetzt dieses Jahr noch weitergeführt werden. Genau, wir bekamen Mittel von unserer Landeskirche, ausnahmsweise für ein Jahr von 100.000 Euro. Und dann war klar, ein zweites Jahr gibt es nicht als Zuschuss. Wenn, dann müssen wir das aus der Region selber erbringen, das Geld. Jeder Gottesdienst kostet einen Beitrag für uns als Kirche von 2.000 Euro. Das ist ein kleiner Preis im Verhältnis zu dem, was die Produktion kostet. Und das müssen wir aufbringen. Und ich dachte mir zunächst, das wird nicht möglich sein. Und dann kam ein Gedanke, ich könnte höchstens noch einen Versuch wagen und mal schauen, ob Unternehmer aus der Region das auch mittragen könnten. Und in dem Moment hatte ich den Gedanken, es kostet ja nur 50.000 Euro und deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, es könnte gelingen. Und tatsächlich, Herr Heinz war der Erste, der das unterstützt hat. Und ich musste hinterher schmunzeln, weil ich dachte, hätte ich gewusst, es kostet über 100.000 Euro, ich hätte es wahrscheinlich nicht gewagt und schmunzelte dann in Richtung zu unserem Gott und dachte,
Du willst wohl, dass ich weitermache, also versuchen wir es. Und da kommen unter anderem Sie ins Spiel, Herr Heinz. Warum ist es Ihnen denn ein Anliegen, die Grüß Gott Oberfranken Gottesdienste zu unterstützen? Ja, die Menschen trauen sich zum Teil noch nicht in die Kirche, brauchen aber das Wort am Sonntag. Und noch dazu kommt eben, dass es auch für die Gemeinde psychologisch, für die Einwohner was Besonderes ist, wenn mal aus dieser ja, sich oft im Abseits fühlenden Gemeinde ein Fernsehbeitrag kommt. Dieses Tropenhaus hier im Frankenwald wird ja auch mit dem Spitznamen Klein Eden benannt. Wie wichtig ist Ihnen denn nicht nur dieses Tropenhaus, sondern auch die Kirche in Ihrer Gemeinde? Die Kirche ist ein Fixpunkt, auf den die Gemeinde lange hingespart hat. Das war den Einwohnern sehr, sehr wichtig. Und die Kirche hat es auch fertiggebracht, dass erstaunlich viele junge Leute dann zu Seelsorgern geworden sind. Also die bringt einen guten Geist. Der ja dann vielleicht auch mal im Fernsehen gezeigt wird. Nicht nur bei den Fernsehgottesdiensten, sondern auch sonst entwickelt sich aufgrund der Pandemie die Kirche sehr in die digitale Welt. Wir haben Podcasts, wir haben Internetformate, Facebook, Instagram, YouTube. Würden Sie sagen, das ist eher ein Fluch oder eher ein Segen für die Kirche? Oh, Martin Luther hat schon damals die neuen Medien genutzt. Und wir wären sehr dumm, wenn wir die Medien nicht nutzen würden und auch schauen würden, wie entwickelt sich's. Am besten ist immer noch von Mensch zu Mensch, so wie wir gerade. Aber wir werden jetzt angeschaut im Fernsehen. Selbstverständlich müssen wir dieses Medium nutzen und wollen es. Und darüber hinaus auch die digitalen Medien. Es geht weiter in der Entwicklung und wir wollen auch die Entwicklung mitvollziehen. Vielen Dank Ihnen beiden. Und bei uns geht es jetzt weiter bei der größten evangelischen Kirche in Oberfranken, der St. Michaeliskirche in Hof. Und die ist gleichzeitig der Lieblingsplatz von Dekan Günther Saalfrank, der zum neuen Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Mein Name ist Günther Saalfrank und mein Lieblingsplatz ist die St. Michaeliskirche hier in Hof. An diesem Gotteshaus war ich 17 Jahre Pfarrer und Dekan. Weit über 500 Gottesdienste habe ich hier gefeiert. 17 Jahre mit einem Gotteshaus, das verbindet. In dieser Kirche gibt es viele verschiedene Orte, um Platz zu nehmen. Nicht nur in der Bank, sondern in der Taufkapelle, um zum Beispiel eine Kerze anzuzünden, zur Ruhe zu kommen. An Menschen zu denken, für sie zu beten. Was auch besonders ist, dass in geschlossenem Kreis es möglich ist, auf den Kirchturm zu gehen. Und von oben vom Kirchturm gibt es einen wunderschönen Blick über Hof. Das werde ich sehr vermissen. Das Besondere für mich in dieser Kirche ist, dass ich hier immer wieder Engel finden. In den Buntglasfenstern oder in anderen Darstellungen. Das ist auch nicht verwunderlich, weil der Namenspatron der Kirche, St. Michael, ja ein Erzengel ist. Vor allem schon, wenn man reingeht an der Kirchentür. Und das sind ganz schöne Darstellungen dabei. Klar, auf der einen Seite Verkündigung an Maria, das ist bekannt, oder die Vertreibung aus dem Paradies. Aber dass zum Beispiel eine Darstellung dabei ist, wo ein Engel kommt und gibt Jesus einen Kelch, um ihn zu stärken, als er im Garten Gethsemane kniet und Gott bittet, er möge doch dazu beitragen, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Niemand, selbst der Sohn Gottes, musste allein den Weg gehen, sondern fand Unterstützung durch einen Engel. Dass die Engel an der Kirchentüre, ein Begleiten hinein ins Gotteshaus. Das ist für mich ein Sinnbild für meine Situation. Denn es beginnt eine neue Lebensphase, der Ruhestand. Dekan, IR, heißt für mich nicht nur im Ruhestand, sondern im Reset-Modus. Das heißt, alles auf Anfang neu beginnen zu können. Und darauf bin ich gespannt. Wirklich darauf, was Gott noch mit mir vorhat.
Die Kirche ist tagsüber geöffnet und kann gerne besucht werden. Das war es auch schon wieder mit Grüß Gott Oberfranken im Januar. Die ganze Sendung online gibt es auch auf tvo.de und im YouTube-Kanal des Sonntagsblatts. Wenn Sie möchten, sehen wir uns wieder am 23. Februar, dann zum Thema Kinder und Kirche. Bis dahin, machen Sie es gut.